Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 26. September 2024. Dominik Feusi, Markus Somm. Dominik, was ist da das wichtigste Thema? Ja, heute sind Krankenkassenprämien bekannt gegeben worden. Die gehen auf um durchschnittlich 6%. Das ist viel, das ist wieder viel, muss man sagen, weil schon in den letzten 2 Jahren sind die Prämien aufgegangen um 8,7%, respektive 6,6%. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Das ist schon eine grobe Geschichte. Das spüren die Leute im Land. Auch wenn man natürlich auch Sachen unternehmen kann. Also man kann durch geschicktes Wechseln von der Grundversicherung auch Geld sparen. Man muss halt noch genauer schauen und dort den Wettbewerb auch anführen. Aber es tut weh. Hat es da Spielraum gegeben für Elisabeth Baumschneider, die ja da Gesundheitsministerin war? Hätte man jetzt einfach müssen so eine Steigerung machen müssen? Oder was kann man dagegen tun? Was wäre wirklich sinnvoll aus einer liberalen Sicht? Ja, das sind ein bisschen 2 Fragen. Hat es Spielraum gegeben? Nicht gross. Oder? Es ist einfach so, man tut aufgrund von der vergangenen Kosten, die man hatte im letzten Jahr und so ein bisschen den Trends, tut man die Sachen eingeben. Genehmigt werden die Prämien schon durch das Bundesamt für Gesundheit im Departement von der Frau Baumschneider. Aber der Anstieg von der medizinischen Leistungen, von der Arztkonsultationen, Therapien, Medikamente und Spitalaufenthalt, der ist, wie er ist. Das muss man sagen, oder? Ich glaube wirklich, was man könnte machen, wäre halt ganz konkret mehr auf Wettbewerb setzen und mehr auf Eigenverantwortung setzen. Man muss wieder mal erinnern, in der Bundesverfassung steht, dass eigentlich Krankenversicherung vom Staat, dass die nur dann einspringt, wenn die Menschen das selber nicht mehr können. Oder? Also zuerst kommt die Eigenverantwortung eigentlich. Der Ständerat hat heute auch so Entscheide gefasst, zum Beispiel die Mindestfranchise angehoben und auch den Vertragszwang gelockert. Also das, die Tatsache, dass heute eben die Versicherungen eigentlich alle Ärzte, auch die, die sehr teuer sind, unter Vertrag müssen nehmen und ihre Leistungen müssen finanzieren. Und mehr Flexibilität in dem System, das dann auch mehr Wettbewerb ermöglicht, in diese Richtung müssen wir eigentlich weiterdenken. Und kann man das erwarten, dass das von dem Departement kommt? Oder wie schätzt du das ein? Ja, das ist also noch neuer, dass der Felix Neulin, wirklich anerkannter Experte bei uns auf nebelspalter.ch, in einem Artikel von Janik Güttinger ausbreiten. Er ist schon lange dabei und ich schreibe auch schon lange über das Thema. Das Problem ist halt wirklich, bei dem sozialdemokratischen Gesundheitsminister ist halt immer die Ideologie, die natürlich etwas anderes will, die nicht Wettbewerb will, die nicht Flexibilität will, sondern Einheitsbrei und für alle das Gleiche und dann eben irgendwo durch ein Wahre will erreichen, das Wahre, Gute und Schöne im Vordergrund. Und darum wird das wahnsinnig schwierig. Das Parlament müsste sich einigen, wieder die Bürgerlichen müssten sich einigen auf 2, 3 Ansätze, die sie dann durchziehen. Und in einem Fall hat man das gemacht. Das ist die sogenannte einheitliche Finanzierung. Also heute tut man anders abrechnen, wenn du ins Spital gehst, als wenn du zum Arzt gehst. Und das führt dazu, dass die eigentlich günstigeren ambulanten Behandlungen bei den Ärzten, dass die voll auf Krankenkassen durchschlagen. Und dass darum die Verschiebung, die technologisch gewollte Verschiebung auf die günstigere Versorgung bei den Ärzten, die ambulante Versorgung, dass die eben nicht merkst in sinkenden Kosten, weil dann die Prämie trotzdem aufgeht. Darüber stimmen wir ab Ende November. Das ist eigentlich ein grosser bürgerlicher Kompromiss, bis in die SP sogar. Und wieder hat SP und Gewerkschaften haben das Referendum ergriffen. Man redet über das schon seit 20 Jahren, die sogenannte monistische oder eben einheitliche Finanzierung. Und wieder wird das ein wahnsinnig schwieriger Abstimmungskampf, wo wieder Frau Baumschneider gegen ihre eigenen Leute sollte antreten und das vermutlich wieder so komisch oder, ich sage jetzt mal wirklich schlecht, macht wie beim BVG. Genau, und was auch noch dazu kommt jetzt, was man wieder muss befürchten anscheinend,
ist, dass man auch auf der SVP nicht mehr ganz kann zählen, was das betrifft. Da gibt es entsprechende Hinweise. Dominik, um was geht's? Ja, die Führung von der SVP will, oder hat per Mail alle ihre Parlamentarier informiert, sie sollen jetzt ja nicht bei Pro-Komitees beitreten, bevor die Delegiertenversammlung war. Man will das offenbar eine Nein-Parole machen, das, obwohl man im Parlament und auch schon vorher in der Vernehmlassung und so weiter zugestimmt hat. Es ist, man will offenbar, so sagt man es mir, die Rennleitung nicht zu den Verlierern gehören, wenn dann der Pierre-Yves Meyer wieder gewinnt. Die Kritik ist ein Stück weit berechtigt. Die Kantone haben nämlich noch reingedruckt in diese Vorlage eine Finanzierung von der Langzeitpflege. Das ist unschön, aber das hat es gebraucht, um das Grundprinzip, den Grund von dieser einheitlichen Finanzierung reinzubringen und eben den Fehlanreiz, den wir heute hätten, rauszubringen. Und ich es ist jetzt die Frage, ob man sagt, okay, will man da dafür einen politischen Preis bei den Kantonen zahlen müssen, lassen wir jetzt die ganze Sache 20 Jahre Arbeit, lassen wir jetzt in Güsselkübel schmeißen? Oder sagen wir, okay, nein, es ist wirklich gut, dass der Fehlanreiz weg ist und darum sagen wir ja. Genau, es ist wirklich ganz ähnlich wie bei der BVG-Revision. Dort hat man sehr viele Konzessionen gemacht an Gewerkschaften, da anscheinend an Kantonen. Und jetzt gibt es wieder eine Vorlage, wo erstens die Leute nicht rauskommen. Und zweitens, so bei den Bürgerlichen wieder so eine lauwarme Unterstützung ist, ist natürlich fatal an die Parteileitung von der SVP, obwohl ich also wirklich muss zugeben, da haben wir jetzt noch zu wenig beschäftigt. Aber einfach jetzt mal als ersten Eindruck können sagen, nein, macht das nicht, das ist ein Fehler. Und wenn man halt im November noch einmal verliert, mein Gott, ist ja nicht so schlimm, die BVG-Revision, die ist ja schon wieder vergessen. Das sind nur die SP-Leute, die das Gefühl haben, das sei jetzt wirklich eine Zeitenwende. Wir alle wissen, das ist es nicht. Die Bürger haben zum Teil die BVG-Revision, aber seit der Lohn mit guten Gründen auch. Wenn es jetzt im November nicht langen würde, wäre es auch nicht so schlimm. Aber vor allem Kopfendeckel, es kann nicht sein, dass die SP praktisch langsam die ganze Sozialpolitik blockiert. Das geht einfach so nicht weiter. Und vor allem finde ich also wirklich Zumutung hoch 5, ist denn schon, dass die Sozialpolitik ja eigentlich von der SP jetzt, also seit Jahren, ich meine, der Berset ist wie lange? 12 Jahre oder 14 Jahre? Prägt wird, jetzt haben wir wieder einen Sozialdemokrat, jetzt soll es mal etwas Fürschi machen und es geht einfach nicht, dass eine Bundesratspartei dauernd in dem Dossier, wo eine Bundesrätin von innen führend ist, ständig sich querlegt. Auch das ein Beispiel, wir haben es schon mal besprochen, wo man einfach mal anfangen muss, als Bürgerlicher wieder mal reden, ist die Partei noch bundesratstauglich? Gehört die überhaupt noch in den Bundesrat rein, wenn eigentlich das Einbinden von dieser Partei in einem der wichtigsten Dossiers, die es gibt, eigentlich überhaupt nicht mehr funktioniert? Das ist wirklich eine Frage. Und ich meine, man muss schon, also sie, meine, die, nicht, Frau Baumschneider hat die Vorlage geerbt, oder, muss man sagen, oder vom Parlament. Aber ich muss auch sagen, sie muss schon auch liefern. Und ich meine, es ist auch rein sachlich. Es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, oder? Ich habe es vorher probiert zu erklären. Es ist reine, hat nicht wirklich nicht viel mit Ideologie zu tun. Das ist dann anders, wenn man über die Mindestfranchise redet oder über Vertragszwang und so. Das geht dann richtig. Da kann man dann wirklich mit Links-Rechts-Unterschied argumentieren. Aber bei dieser einheitlichen Finanzierung ist wirklich einfach ein Fehlanreiz, der zu höheren Prämien führt. Will man wegbringen. Und wenn ihr tiefere Prämien wollt, dann müsst ihr einfach Ja stimmen. Und wenn euch egal ist, dass es jedes Jahr aufgeht wie heute, dann kann man Nein stimmen. Das ist schon möglich. Und dann irgendwann fährt das System einfach noch an die Wand. Gut. Bevor das passiert, könnt ihr euch noch erholen und entspannen. Und zwar könnt ihr die Information deswegen sehr, sehr ernst nehmen von Alva Spa, wo euch alles kann bieten kann, damit ihr euch von diesen höheren Prämien sofort könnt erholen könnt. Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertige Infrarotkabine von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch. Ja, Dominik, du hast einen absoluten Coup gelandet im Feusi Federal, der Albert Rösti Federal. Bundesrat, das ist, glaube ich, bin nicht sicher, ist, glaube ich, jetzt der erste Bundesrat, den du interviewst. Sehr interessant. Was hat er gesagt?
Ja, eben. Zum ersten Mal im Bundesrat bei Fäusi Federal wird eine gute Sendung. Sie ist jetzt gerade online gegangen. Es geht um die andere Abstimmung vom November, nämlich um die sogenannte Engpassbeseitigung im Autobahnnetz. Der Albert Rösti muss auch, wie Frau Bohm-Schneider, von Abstimmungskampf zu Abstimmungskampf. Und es ist noch interessant, ich habe auch wirklich einfach alle Argumente von den linksgrünen Gegnern von diesen sechs Projekten ihm sozusagen um die Ohren gehauen. Und er hat das, ja, er hat das, obwohl ja der Abstimmungskampf erst gerade anfangen, der hat das meiner Ansicht nach gut pariert. Oder, das wichtigste Argument von der linksgrünen Gegner ist, wenn man die Strasse ausbaut, dann wird man mehr Verkehr bekommen. Und er sagt ganz lakonisch, ja, nein, er tut ja nicht neue Strassen bauen. Das wäre ja so, wenn man irgendwie eine neue Umfahrungsstrasse irgendwo baut. Nein, er tut nur eine bestehende Strasse ausbauen, sodass sie eben besser funktioniert, weniger Stau gibt, weniger Umgehungsverkehr, oder? Heute auf dem Handy, das sagt er, und meine, das wissen wir alle, das Handy sagt dir ja, Achtung da, vor Bern oder hinter Zürich ist Stau, fahr durch Dörfer durch. Und das will man eigentlich nicht mehr. Und um das geht es bei dieser Vorlage, eine Entlastung auch von der Stadt, durchaus. Das müssten vielleicht auch die in der Stadt wohnen und mit dem Lastenvelo rumfahren, um ihren Tofu zu holen, müssten eigentlich das anerkennen. Aber das wird sicher keine einfache Abstimmung. Also vor allem ist ja wirklich wichtig genau das, oder? Der mehr Verkehr, wo die Linken monieren, wo sie sagen, das gäbe es denn, den gibt es ja jetzt schon. Deshalb genau. Haben wir ja Stau. Unsere Strassen sind überlastet, weil wir zu viel Verkehr haben. Und wir haben nicht zu viel Verkehr, weil wir Strassen gebaut haben, sondern weil wir Zuwanderung haben. Wir haben eine unglaubliche Zuwanderung und das ist einer der wichtigen Faktoren. Es gibt noch andere Faktoren, zum Beispiel die Zersiedlung vom Land, führt dazu, dass die Leute mehr pendeln müssen, führt dazu, dass die Lastwagen weitere Fahrten machen müssen und so weiter. Denn die ganze Logistik, die sich verändert hat. Es gibt viele Faktoren, aber einer davon, und der ist unübersehbar, ist natürlich die Zuwanderung. Weil wir müssen mal schauen, wie viele Auto wir jedes Jahr netto einfach mehr haben, weil wir Zuwanderung haben, weil man ja den Zuwanderern nicht verbieten kann, ein Auto zu kaufen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, da müssen wir wirklich einmal, da machen wir vielleicht ein paar Wochen oder so, mal eine genaue Auseinandersetzung mit dem Mythos, wo die Linken immer wieder bringen, als wäre es ein Naturgesetz. Ja, wenn man Strassen baut, gibt es mehr Verkehr. Als würden wir mit dem Angebot die Leute dazu bringen, dass sie mehr Auto fahren. Und das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Sondern es ist wirklich so, dass eben die Nachfrage nach Verkehrsraum hat wahnsinnig zugenommen. Wegen der Zuwanderung, wegen dem Lebensstil, wegen verschiedenen Sachen. Aber das ist ein vollkommener Unsinn, zu sagen, ja, wenn man Strassen zu viel baut, dann wächst im Prinzip einfach der Verkehr. Das stimmt überhaupt nicht. Und das ist es übrigens, das ist auch ein Mythos, der aus Amerika kommt. Das ist ein NGO, der das eigentlich verbreitet hat. Und jetzt wird er einfach weiter verbreitet. Und es wird so tun, als wäre das wissenschaftlich. Es ist nicht wissenschaftlich. Es ist Ideologie von links-grünen Steinzeit-Höhlenmenschen, wo uns schon die ganze Zeit verbieten, wie wir leben sollen. Und da geht es eigentlich immer wieder um das. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Ganz peinlich für die Universität Zürich. Es geht um Taiwan. Dominik, was ist Geschichte? Ja, die Denkfabrik Voraus hat heute Abend einen Anlass an der Uni Zürich, hat da normal da sich etwas reserviert und so, die Einladung rausgeschickt und dort aus Versehen, wie sie mir sagen, gesagt, das hat man gemacht in Zusammenarbeit mit einem Botschafter von Taiwan. Weil es geht an diesem Anlass geht so ein bisschen um die Geschichte von Taiwan, um das politische System von Taiwan, was im Übrigen sehr interessant sind. Die haben nicht nur drei staatliche Gewalten, die haben noch zwei mehr. Und eine davon ist eine Finanzkontrolle und eine davon ist eine Beamtenkontrolle. Das finde ich noch lustig, könnte man auch mal einführen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der Anlass ist so beworben worden in einer Mail, die ziemlich breit raus ist. Und dann haben offenbar chinesische Gaststudenten den chinesischen Botschafter aufmerksam gemacht darauf, dass da der Repräsentant, wie er richtig heisst, eben als Botschafter angesprochen wird. Der ist dann zur Uni Zürich gekannt und die Uni Zürich zu den Veranstaltern und hat gesagt, zuerst, ihr müsst den Anlass verschieben. Und dann haben sie gesagt, nein, das wollen wir eigentlich nicht. Dann haben sie gesagt, okay, ihr könnt ihn durchführen, aber ihr müsst euch in einer Mail an alle, die das andere Mail bekommen haben, entschuldigen. Und also es ist wirklich, also das ist natürlich eine Forderung, die vermutlich vom Chinesen, oder? Und dann haben sie so ein Mail entworfen und haben dort transparenzhalber wollen, darauf aufmerksam machen, dass das Mail muss gemacht werden wegen der chinesischen Botschaft. Und dann hat die Uni Zürich nochmal, und zwar der Beat Müller, Leiter Kommunikation ad interim, nochmal interveniert und nochmal zensuriert und gesagt, der Satz, der muss draussen sein. Und ich finde es einfach verrückt. Ich meine, das sind private Veranstalter, das ist überhaupt kein Problem. Die Uni Zürich müsste sagen, jawohl,
danken, Herr Botschafter, dass Sie uns das sagen. Sie haben selbstverständlich recht, das ist der Repräsentant und nicht der Botschafter. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist eine private Veranstaltung, wir dürfen das denen mitteilen, aber weiter geht das uns nicht an. Die Einmischung in private Angelegenheit ist nicht Sache von der Universität und schon gar nicht vom chinesischen Botschafter. Aber der Anlass ist natürlich an die Universität Zürich, oder? Und das ist eine staatliche Universität. Ja, der chinesische Botschafter gesagt, schau, das ist eine staatliche Universität, das geht nicht. Die Veranstaltungen decken dir. Ich glaube, jetzt ganz ehrlich, du hast doch die Uni Zürich ein bisschen in Schutz nehmen. Ganz einfach ist es das auch wieder nicht für die Uni Zürich. Aber vielleicht hat man als Uni Zürich halt mal dem chinesischen Botschafter gesagt, du, hör mal, wie viele chinesische Studenten sind bei uns, wo 800'000 mal weniger zahlen, als wenn sie in Amerika würden studieren. Vielleicht müssen wir das auch uns ein bisschen überlegen, wieder einmal, ob wir wirklich, oder man könnte halt vielleicht auch die Chinesen ein bisschen daran erinnern, dass sie enorm profitieren von dieser Universität Zürich und dass man vielleicht auch ein bisschen normaler miteinander umgehen könnte. Ich meine, wenn die Uni Zürich gesagt hat, ja, es ist ein Fehler, es tut uns leid, aber die Studenten, man weiss ja, wie die Studenten heute sind, sie sind dumm und unfähig. Können wir doch nichts dafür machen? Nein, aber Dominik, so einfach war es sicher nicht für die Uni Zürich, weil die Chinesen sind unglaublich kleinkariert in dieser Beziehung und es geht ja um viel. Es geht natürlich darum, dass sie eben im Prinzip Taiwan, ja, das ist ein Zeichen von der Expansionsmine von der Chinesen, dass sie das einfach nicht akzeptieren, dass das ein eigenes Land ist und das äußert sich in allen Verästelungen. Aber die Schweiz hat offiziell Taiwan nicht anerkannt als unabhängiges Land. Wer A sagt, muss auch B sagen. Gut, wir haben nochmal wieder einen Hinweis auf den General Gison. Tut uns leid, wir haben jetzt schon zweimal, es hat langsam das Gefühl, das ist Gison-Festival bei dem Nebelspalter, aber ist wirklich wichtig. Ist auch so. 150 wird man auch nicht jeden Tag. Dominik, wir machen noch ein Event für den General Gison. Um was geht es da? Was kann man da erwarten? Ja, also es haben sich schon sehr viel angemeldet, aber man kann sich noch anmelden für am 15. Oktober 2024 ab 6 Uhr im Hotel Schweizerhof in Luzern einen Gedenkanlass. Am 6 Uhr Steueröffnung, am 6:30 fängt es an, am 8:30 ist es fertig. Du hast ein Referat, du bist Gison Biograf und du willst ein bisschen plastisch machen, was die Person ist, auch ein bisschen die verborgenen Seiten, wie du jetzt auch schon bei Bern einfach ein paar Mal gemacht hast, ein bisschen zeigen, damit wir uns wirklich in einer guten Art an den General erinnert. Und dann mit dem Altbundesrat Ueli Maurer, der auch einmal Chef war vom Militärdepartement, über die Gison und über die Armee und über die Zeit reden. Dünnt euch anmelden. Ich tue es unten wieder verlinken oder es ist ganz einfach www.nebelspalter.ch/Gison. Genau, ein riesen Anlass an einem historischen Ort, Hotel Schweizerhof. Wir haben schon mal gesagt, warum der so historisch ist. Kommt auch, würde uns sehr freuen. Ihr lernt viel, ihr unterhaltet euch gut und könnt heimgehen und wieder mal das Gefühl haben, Schweizer Geschichte ist etwas vom Interessantesten, was es gibt. Es gibt kaum ein Land, und ich sage es jetzt ehrlich, aber natürlich auch im eigenen Interesse, weil ich auch Bücher schreibe über die Schweizer Geschichte. Die Schweizer Geschichte ist etwas vom Speziellsten, was es überhaupt gibt. Und es ist wichtig, dass ihr etwas wisst über Geschichte. Wer politisch handelt, politisch stimmt in der Schweiz, und das sind alle Schweizer, der muss wissen, woher wir kommen, was wir alles schon erlebt haben, was unsere Vorfahren alles bewältigt haben für uns, damit wir jetzt da ganz friedlich darüber reden können, ob wir Velowege machen oder Tofu verbieten oder sonst irgendwelchen Unsinn, wo die Grünen und die Linken gerne hätten. Gut, das war es, Bern einfach. An dem 26. September 2024 komme ich von uns und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns unterstützen mit einem Abonnement. Abonnieren. Und zweitens, könnt ihr euch nie, wirklich, das sind der Hösis, nie dafür entschuldigen, dass ihr links, besser nicht links sind. Sag ich doch falsch. Peinlich. Hösis um. Gut, das ist es. Bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit. Macht's gut. Bis bald. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.